Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Im Zeichen des Affenbox von King Kongs Deo-Roller. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Im Zeichen des Affen von King Kongs Deo-Roller. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zweite Album der Band. Wir haben hier eine recht kompakte kleine Box in schwarz gehalten, also der Rahmen hier in schwarz. Es ist eine Metallbox. Hier oben links lesen wir einmal den Namen der Band, King Kongs Deo-Roller. Dann haben wir hier das Logo der Band, diesen Affenkopf mit der Sonnenbrille in Orange und Weiß. Fanbox lesen wir hier noch im Zeichen des Affen. Einen FSK 6 Hinweis haben wir auch noch. Das Ganze ist ein Sticker, den können wir abmachen. Bedeutet, wir haben hier auch noch eine DVD in dieser Box vorzufinden. Ja, dann schauen wir mal weiter. Rundum alles in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir die Infos zum Inhalt. King Kongs Deo-Roller Fanbox enthält CD als Digipack, DVD zu Single Partybus, Flaschenöffner, Doppel Dog Tag und Patch. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings und dann haben wir noch einen Barcode und ja, die Beteiligten. Okay, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier vorne aufzuklappen. Als erstes haben wir so einen kleinen Luftpolster, der ziemlich schwach gefüllt ist. Der soll das Ganze hier ein bisschen schützen und in Position halten. Dann haben wir hier die Halskette mit dem Dog Tag, den Patch, den Schlüsselanhänger, das Album an sich im Digipack und die DVD. So, von innen die Box in Silber. Dann packen wir das Ganze mal zur Seite und starten erstmal mit den eingepackten noch. So, einmal Halskette. Und als nächstes haben wir noch das Album. Gut. Dann schauen wir auch hier mal rein. Okay. So, also wir haben hier das Album in einem Digipack. Auch hier wieder die Farben, die wir von der Box kennen, also Orange und Weiß. Und hier dann noch die gelben Sonnenbrillen. King Kongs Deo-Roller im Zeichen des Affen. Auf der Seite lesen wir nichts weiter. Wir haben hier nur die Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Wir haben hier ein Feature von Hannes von JBO. Und noch eins hier von Chris und Paul von Rotz und Wasser. Und einen Track, nämlich Track Nummer 13. Der ist hier. Also Nummer 5 schon drauf, aber den haben wir hier dann noch auf Nummer 13 in einer Unplugged-Variante. So, beteiligte Barcode, gut. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Wir haben hier das Booklet. Jawohl, das gefällt mir. Wir haben hier mal die Lyrics. Bedeutet, jeder einzelne Track ist hier Wort für Wort abgedruckt. Wunderbar. Dann haben wir die Band, die vier Herrschaften hier. Schwarz-Weiß, bis auf dieses wunderbare Sakko. Weitere Lyrics. So sieht das aus. Zum Abschluss gibt es ja noch die Credits zum Album. Und dieses Bild hier, diese Affenhände. Okay. So, das Ganze wieder in der Stecktasche verstauen. Wir kommen zur Album-CD. Die ist auch in Orange, Weiß und Schwarz gehalten. Ganz schlicht hier einfach der Bandname und der Albumtitel. Und auf der Rückseite gibt es wieder den Affenkopf. So, dann kommen wir zum Patch. Der ist in Schwarz und Orange und im Hochformat. So sieht er aus. Also hier wieder der Kopf und der Name der Band. Den kann man sich drauf machen, wo immer man möchte. Einen Schlüsselanhänger haben wir mit dabei.
und zwar in Form einer Gitarre. Hier lesen wir auch wieder King Kongs Deo-Roller, ansonsten hier alles in Schwarz auf der Rückseite. Und er kommt hier mit so einem silbernen Schlüsselring, also den kann man hier dann entsprechend an den Schlüssel hängen. Dann haben wir hier so ein Kunststoffbändchen, das man hier oben dann entsprechend verknoten kann. Und hier unten haben wir dann einen Anhänger, und zwar eine Dogtag, eine Hundemarke, King Kongs Deo-Roller und nochmal das Logo. Und auf der Rückseite der Albumtitel im Zeichen des Affen, in Schwarz und Orange. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch die DVD, der haben wir auch den FSK 6 Hinweis zu verdanken auf der Box. Allerdings hier aufgedruckt und nicht mit Sticker gelöst. Best of King Kongs Deo-Roller Partybus. Also, so sieht das aus. Da sind so ein paar Eindrücke auf der Rückseite. So, und dann schauen wir mal hinein. Bonus DVD, okay. Ja, das Ganze kommt in einer Papphülle. Und jetzt steht hier nicht, wie lange das läuft, okay. Aber ja, ich gehe mal davon aus, es sind einfach so, ja nicht Making-of, aber so ein bisschen Behind-the-Scenes. Da kann man die Herrschaften hier im Partybus zwischen einzelnen Tourstops oder ein bisschen von der privaten Seite kennenlernen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte DVD in der Papphülle, dann der Schlüsselanhänger, die Gitarre, der Patch im Hochformat, die Halskette mit diesem Dogtag hier, mit diesem Anhänger und natürlich das Album an sich im Zeichen des Affen im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box im Zeichen des Affen von King Kongs Deo-Roller. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Kongs Deo-Roller unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.